Die Arktis erlebt im Moment den wärmsten Winter, seitdem es Wetterbeobachtungen gibt. Seit 1980 steigen dort die Temperaturen aus dem Minusbereich immer weiter in die Plusgrade. Und das Schlimme ist, dass sich dieser Prozess beschleunigt. Wie ist also die Lage am Nordpol und wie sehen die Auswirkungen für uns aus? Jetzt den Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wenn man den Klimawandel bei seinem Fortschreiten beobachten will, dann geht das im Moment wohl am besten in der Arktis. Hier galoppieren die Temperaturen nahezu nach oben. Seit den 80er Jahren gibt es dort eine rasante Entwicklung, die für dramatische Wetterphänomene auch hier in Europa sorgt. Und jetzt ist ein neuer Rekord erreicht worden. Während wir hier, zumindest in Berlin, mal wieder nach Jahren richtige Kälte hatten, ist die Entwicklung am Nordpol eine ganz andere. Die Wetterstation Cape Morris Jessup am nördlichsten Punkt Grönlands maß jetzt Temperaturen über Null und das im Winter. Zum Teil war es dort sogar wärmer als hier in Deutschland mit 6,1 Grad Celsius. Für das arktische Polareis bedeutet das Schmelze und das bedeutet, dass das Meerwasser freiliegt und sich durch die Sonneneinstrahlung noch weiter aufwärmt. In der Region gab es seit 1979 nie weniger Eis und es wird noch immer weniger. Es scheint so, als würde der Polarwirbel, der für die niedrigen Temperaturen sorgen sollte, so langsam immer schwächer und er kann eben nicht mehr für die nötige Kälte sorgen. In Grönland wurden in diesem Winter 61 Stunden über 0 Grad Celsius gemessen. Das ist dreimal so viel wie in allen bisherigen Wintern im Schnitt. So warm war es noch nie in der Arktis. Zitat: Was wir hier beobachten, ist eine herausragende Anomalie, die weit außerhalb der historischen Beobachtungen liegt und daher sehr beunruhigend ist. Es lässt weitere klimatische Überraschungen für die Zukunft befürchten. Das sagt Michael Mann vom Earth System Science Center von der Pennsylvania State University. Und mal wieder ist es der abgeschwächte Jetstream, der in den USA immer wieder für schlimme Schneestürme sorgt, aber an anderer Stelle für Wärmerekorde. Durch die langsame Geschwindigkeit des Jetstreams werden seine Wellen stärker, die sogenannten Rossby-Wellen, die jetzt kalte Luft weiter in den Süden bringen und auf dem Rückweg warme Luft von weiter her nach Norden. Ja, Zitat: In den vergangenen 50 Jahren ist das Phänomen sowohl eine der intensivsten als auch eine der am längsten anhaltenden Wärmewellen, die je im arktischen Winter beobachten werden konnten. So Robert Rode, Wissenschaftler beim Berkeley Earth Service Temperature Project gegenüber dem Guardian. Für uns in Europa hat diese Entwicklung dramatische Folgen. Durch die eisfreie Arktis wird verursacht, dass durch die Wärme auch immer mehr Wasser verdunstet. Über Europa regnet es dann ab und sorgt für dramatische Unwetter mit bisher noch nie dagewesenen Regenmengen. Es dürfte in den nächsten Jahren in Europa immer ungemütlicher werden. Wir sollten uns auf immer mehr Wetterkatastrophen einstellen. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Klimawandel und die Folgen für Europa und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klickso mitmachen, mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klickso passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken, dann geht quasi alles wie von selbst. Und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Klimawandel bewiesen, Skeptiker endgültig widerlegt. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.